Meine Damen und Herren, herzlich willkommen auf dem Nachrichtenkanal der Verbandsgemeinde Otterbach-Otterberg. Freiwilligen Mitmachtag. Die Verbandsgemeinde möchte zusammen mit Vereinen, Ortsgemeinden, Schulen, Kindergärten, Fördervereinen und sonstigen Organisationen am Samstag, den 29. August 2020, einen Freiwilligen Mitmachtag veranstalten. Jede Organisation entwickelt seine eigenen Projektideen, um vielleicht schon einen länger gehegten Herzenswunsch am eigenen Vereinsgelände, im Kindergarten, Schule oder eine sonstige Idee mit Bürgerbeteiligung umzusetzen. Dies geschieht einmalig, kurzzeitig, freiwillig und ohne weitere Verpflichtungen. Und man kann sich für einen guten Zweck engagieren. Alle interessierten Vereine und Organisationen sind herzlich zu einer Informationsveranstaltung am Montag, 9. März um 19.30 Uhr ins Dorfgemeinschaftshaus Katzweiler eingeladen. Leerstandslotse. Die Verbandsgemeinde möchte zusammen mit den Ortsgemeinden die vorhandenen Flächen in den Ortslagen optimal zum Wohnen oder auch zur Begrünung nutzen. Derzeit stehen 211 Gebäude in der Verbandsgemeinde leer. Hierdurch verlieren die Gebäude an Wert und auch benachbarte Anwesen können von dem Werteverlust betroffen sein. Die Gründe für die Leerstände sind unterschiedlich. Mit Hilfe von sogenannten Leerstandslotsen, die ehrenamtlich tätig sind, wollen wir auf die Eigentümer zugehen, sie gezielt informieren und zum Handeln motivieren. Die Ortsgemeinden Niederkirchen und Olsbrücken haben bereits Leerstandslotsen benannt und installiert. Die Stadt Otterberg sucht nun per Aufruf im Amtsblatt nach einem ehrenamtlichen Leerstandslotsen. Wer Interesse hat und ein gutes Geschick im Umgang mit Menschen hat, soll sich bei der Stadtbürgermeisterin Martina Stein melden. Marktstamm-Datenregister. Die Bundesnetzagentur hat am 31. Januar das Marktstamm-Datenregister freigeschaltet. Möglicherweise haben Sie, weil Sie eine Solaranlage oder ein BHKW betreiben und Strom einspeisen, ein Schreiben Ihres Netzbetreibers erhalten. Sie müssen Ihre Solaranlage bzw. Ihr BHKW dann in diesem Register anmelden. Für die Eintragung der vielen Daten müssen Sie sich die Unterlagen Ihres Errichters bereitlegen. Veranstaltungskalender. Die Verbandsgemeinde Otterbach-Otterberg hat einen zentralen Veranstaltungskalender, der letztlich durch alle Vereine und Organisationen gepflegt wird. Die darin veröffentlichten Termine erscheinen automatisch auf der Homepage der Verbandsgemeinde und bei den Ortsgemeinden. Inzwischen ist es auch möglich, dass dieser Kalender, gefiltert auf die eigenen Daten, auch auf der Homepage der Vereine dargestellt werden kann. Wichtig ist, dass die Vereine und Organisationen ihre Daten dazu in CityKit pflegen. Uns fällt oftmals auf, dass bei einem Wechsel in der Vorstandschaft die Daten nicht mehr weiter gepflegt werden und die Verbandsgemeinde dann auf falsche Vereinsdaten zurückgreift. Die Termine erscheinen auch auf den Apps von Otterberg Plus und Otterbach Plus sowie auf den dazugehörigen Facebook-Seiten. Einmal eingegeben und mehrfach nutzen ist das Motto für alle Nutzer. Wenn Sie Fragen haben, dann wenden Sie sich an Frau Pahle von CityKit unter der angezeigten Telefonnummer. Fasching. In der Verbandsgemeinde gab es wieder tolle Prunksitzungen. Hier ein paar Ausschnitte aus diesen Veranstaltungen. Meine Damen und Herren, herzlichen Dank für Ihr Interesse. Wir sehen uns wieder in 14 Tagen.